Hallo, ich bin die Sabine von Lenkrad Quadrat und ich gebe dir heute 5 Tipps zum Thema optimale Handhabung deines E-Bike-Akkus. Uns erreichen im Laden täglich zahlreiche Anfragen zum Thema Akku. Wie lade ich meinen Akku am besten? Was kann ich tun, damit er möglichst lange hält? Welches Ladegerät passt zu meinem Akku? Auf diese Dinge möchte ich heute eingehen. Wir haben bei uns bei Link Radquadrat hauptsächlich Bosch und Shimano Systeme und deshalb möchte ich mich in diesem Video darauf beschränken. Ist, wie lade ich meinen E-Bike-Akku richtig? Zuallererst möchte ich sagen, diesen Memory-Effekt könnt ihr vergessen. Den gibt es nicht beim Akku. Ihr könnt den Akku vollladen, auch wenn er halb voll ist. Ihr könnt ihn auch nur kurz laden. Das tut dem Akku keinen Schaden. Wichtig ist, dass ihr auf jeden Fall, wenn ihr ein Bosch-System am Rad habt, auch wirklich das dazugehörige Ladegerät verwendet. Also ein Bosch-Gerät zum Bosch-System. Und als nächstes solltet ihr noch darauf achten, wenn ihr den Akku geladen habt, dass ihr sowohl den Netzstecker aus der Steckdose rauszieht, als auch den Stecker vom Akku nehmt. Tipp Nummer 2 ist, wie oft kann ich meinen Akku laden? Die meisten Hersteller geben an, dass erst nach in etwa 1100 Vollladungen die Kapazität nachlässt. Von einer Vollladung spricht man, wenn der Akku komplett leer war und einmal komplett vollgeladen wird. Heißt, wenn ich mehrere Teilladungen habe, wie zum Beispiel 2x50%, dann spricht man wieder von einer Vollladung. Tipp Nummer 3, wie lange braucht mein Ladegerät für eine Vollladung? Das ist abhängig von der Größe deines Akkus, sowohl von deinem Ladegerät. Bosch unterscheidet 3 Ladegeräte, Kompaktcharger mit 2 Ampere Leistung, Standardcharger mit 4 Ampere und den Fastcharger mit 6 Ampere. Mit dem Kompaktcharger braucht ihr für einen 400 Wattstunden Akku 6,5 Stunden, für 500 Wattstunden braucht ihr 7,5 Stunden und für einen 625er Akku braucht ihr 8,8 Stunden. Beim Standardcharger benötigt ihr für den 400er Akku 3,5 Stunden bis zu einer Vollladung, beim 500er Akku 4,5 Stunden und beim 625er 4,9 Stunden. Der Fastcharger ist natürlich das Topmodell, das heißt für den 400er Watt Akku braucht ihr lediglich 2,5 Stunden, für den 500er 3 Stunden und für den 625er 3,7 Stunden. Shimano hat 3 verschiedene Ladegeräte, allerdings alle mit der gleichen Leistung mit 4 Ampere. Hier geht es hauptsächlich um den Stecker, der zum entsprechenden Modell passen muss. Und dieser braucht für den 504er Akku 5 Stunden. Tipp Nummer 4, wie lade ich meinen E-Bike-Akku unterwegs? Wenn ihr längere Touren plant, ist es sinnvoll, das eigene Ladegerät immer mit dabei zu haben. Zudem bietet es sich an, im Vorfeld die Touren so zu planen, dass man eine Ladestation mit einbaut und vielleicht mit einer Einkehrmöglichkeit oder mit Sehenswürdigkeiten verbindet, dass man die Zeit, während das Fahrrad lädt, sinnvoll nutzen kann. Bei solchen Tourenplanungen helfen oft Tourismusseiten wie zum Beispiel hochschwarzwald.de oder Bike Energy, wo man im Vorfeld sich informieren kann, wo es überall Ladestationen gibt. Heutzutage gibt es verschiedene Ladestationen. Bei den einen gibt es nur Steckdosen, wo man sein eigenes Ladekabel eben mitbringen muss. Andere bieten ein Schließfach, wo man dann den Akku noch mit rein- und abschließen kann. Andere bieten einen Platz für das komplette Fahrrad an. Auch hier würden wir empfehlen, immer auf Diebstahlsicherung zu achten und dass ihr nicht im strömenden Regen ladet. Nummer 5 und damit der letzte Tipp für heute ist, wie kann ich die Lebensdauer meines Akkus optimal beeinflussen? Zum einen ist das der Schutz des Akkus. Ihr solltet unbedingt direkte Sonneneinstrahlung des Akkus vermeiden. Zudem solltet ihr möglichst bei Raumtemperatur den Akku immer lagern. Wenn ihr mit euren E-Bikes und im Auto unterwegs seid, dann immer den Akku runternehmen und sicher im Auto transportieren. Wenn ihr zum Beispiel wisst, dass ihr im Winter nicht so viel fahrt, dann solltet ihr den Akku optimalerweise in trockener Umgebung
und auch mit einem Ladezustand bei Bosch-Aggregaten von 30-60% Ladezustand lagern und bei Shimano um die 70%. Also nicht komplett voll und nicht komplett leer lagern. Das waren meine 5 Tipps zum Thema optimale Handhabung deines E-Bike-Akkus. Ich hoffe, du kannst den ein oder anderen Tipp gut anwenden und wünsche viel Spaß bis zum nächsten Video.